Hallo alle miteinander, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Eine einzige Maßnahme brauchen wir nur und der ganze Corona-Spuk ist beendet. So wie zahlreiche andere übertragbare Krankheiten eingedämmt. Ich habe es beim letzten Mal schon angedeutet, aber das war so weitläufig. Ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Ich selbst bin ungeimpft. Ich kann jedem versichern, jeder von mir ist geschützt. Denn ich mache eine Sache schon seit Jahren. Sobald ich krank bin und ich lebe ein Leben, in dem ich das auch kann, sobald ich nur merke, ich werde krank, bleibe ich zu Hause und Priorität ist eins ist, dass ich wieder heile. Und ich komme mit niemandem in Kontakt, bis ich wieder gesund bin. Das ist doch der Knackpunkt, warum sich Krankheiten übertragen. Dass Menschen, die eigentlich zu Hause sich um ihre Heilung kümmern sollten, entweder feiern gehen oder auf die Arbeit sich schleppen oder irgendwas gerade so wichtig ist, dass man Termin mit Menschen wahrnehmen muss, dass man ja nicht zu Hause bleiben muss, nicht zu Hause bleiben kann. Und das muss sich ändern. Dieser eine Punkt, das könnten wir doch jetzt gelernt haben. Dass das auch in Firmen, Unternehmen, dass keiner Angst haben muss, wird zu oft krank, dann wird er gefeuert. Wenn es eine übertragbare Krankheit ist, dann sollte es einfach normal sein, dass derjenige Zeit bekommt zu heilen. Das ist ja irgendein Prozess. Das hat ja irgendwas passiert ja da in einem. Da sind wir halt, das ist einfach im Endeffekt radikal an die Wurzel. Der Punkt, wo auch Corona sich überträgt, ist, dass Menschen anderen Menschen begegnen, obwohl sie zu Hause sein sollten und sich um ihre Heilung kümmern sollten. Und anstelle, dass wir hier einen Krieg gegen Viren und Krankheiten führen, brauchen wir nur eine einzige Änderung unseres Blickwinkels, Änderung unseres gesamtgesellschaftlichen Verhaltens, egal ob geimpft oder ungeimpft. Es ist ja jetzt klar, dass beide die Sache übertragen können. Eine einzige Sache, dass es normal wird, dass Krankheiten halt zum Leben dazugehören und dass auch eine Heilungszeit für Menschen ganz normal sein sollte und deswegen keiner um Brot oder Erwerb oder sonst was fürchten sollte. Das kann jeder für sich schon mal machen. Jedem, der die Gesundheit so wichtig ist, dass er auch noch bereit ist, sich noch 10-mal boostern zu lassen, dann zieht doch dieses eine Ding auch durch. Das ist der Knackpunkt. Und auch alle anderen, die vielleicht sagen, ja, gibt es, also die wirklich ganz extrem sagen, ja, gibt es überhaupt gar nichts, da ist gar keine Krankheit, was weiß ich. Dasselbe, einfach wenn man selbst merkt, da kommt was, zu Hause bleiben. Das müsste gesellschaftlicher Konsens sein. Und dasselbe natürlich auch mit anderen übertragbaren Krankheiten. Wenn ich was habe, dann sorge ich dafür, dass es nicht übertragen wird. Ganz einfach. Und nicht, ja, da ist ein großer Feind, sondern nein, da ist jetzt eine Krankheit und die darf heilen. Heilung sollte mal wieder Platz in unserer Gesellschaft finden. Das wird uns gerade praktisch vor Augen geführt. Oder wir machen noch 10 Jahre hier den Medikamententerror und Lockdown und Maßnahmen und drakonische Freiheitseinschränkungen. Ja. So, ich denke, ihr wisst, worum es geht. Das ist so der Kernpunkt, den jeder für sich, wo er sagt, es geht mir um Gesundheit, direkt umsetzen kann. Machen das genügend, ist die Sache Geschichte. Schöner Tag noch.